Ja, herzlich willkommen hier zu dieser Analyse. Kurz vorab gesagt, diese Analyse ist inklusive in unserer Ausbildung. Diese machen wir jeden Sonntag live mit ja, Bildschirmübertragung und natürlich auch einer Fragerunde, die wir danach haben. Wenn du dich für das Trading interessierst, selber lernen möchtest, wie du solche Analysen machst und diese nutzt, um ein profitabler Trader zu werden, dann kannst du dich sehr gerne hier bei uns bewerben. Das dauert circa 10 Minuten, ist kein Telefonat oder sonst was. Schreib einen kleinen Text, wieso du es möchtest. Wir gucken da kurz drüber. Und wenn wir sehen, dass du motiviert bist und es passt, ja, besprechen wir die weiteren Schritte. Und wir haben unten in der Videobeschreibung bei YouTube, das sind hier immer diese längeren Videos, eine Datei hinzugefügt. In dieser kannst du das runterladen und natürlich dann bei dir in deine Atlas Trading Plattform einfügen, um zu verifizieren, ob wir dann auch wirklich kein Humbug reden, wie sehr viele andere Coaches, sondern ob das wirklich zutrifft, was wir sagen. Und somit kannst du dir ein eigenes Bild machen, einfach objektiv schauen, ob das wirklich so zutrifft und wenn es dich überzeugt hat, wie gesagt, gerne bewerben. Also, ich wünsche dir sehr viel Spaß bei diesem Video und wir hören voneinander. Bis dann. Teile ich nochmal schnell den Bildschirm, dass ihr erstmal alles seht. Seht ihr jetzt hier diesen Bildschirm? Jo. Sehr gut, perfekt. Ja, alles klar. Dann fangen wir doch direkt mal an mit den etwas einfacheren Märkten. Und also ich habe jetzt hier bereits schon immer ein paar Analysen gemacht, weil ich ändere die ja mal um. Wenn ich ja selber die mich in der Woche anpasse und wir hier einen kleinen Channelbild oder einen Breakout haben, dann muss man die Analysen natürlich immer ein bisschen anpassen, aber trotzdem treffen die Zonen dann meistens zu. Ich lösche hier nochmal alles weg. Und dann werde ich nochmal schnell den Indikator. Und dann sehen wir natürlich, dass wir jetzt Freitag oberhalb dieser Wochenrange geschlossen haben im CL. Den CL fangen wir jetzt direkt mal an, da das natürlich ein anfängerfreundlicher Markt ist. Und schauen wir doch mal, was dieser zu bieten hat. Wir sehen also, am Montag hatten wir einen starken Long-Kontext, konnten den dann am Folgetag, am Dienstag, Inside Day nicht weiter fortführen. Am Mittwoch hatten wir also noch einen Inside Day. Und wenn das passiert, wir zwei Inside Days nacheinander bilden, dann wissen wir auf jeden Fall, dass der nächste Tag ein Trendtag wird und auf jeden Fall mindestens ein Hoch ja, rausholt. Wenn dann wirklich noch ein dritter Inside Day nacheinander folgt, was letztens im S&P mal passiert ist, dann können wir, das kann ich auch gleich nochmal zeigen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass der nächste Tag sehr, sehr explosiv nach oben und nach unten sein wird. Und genauso wie es hier war, wir haben jetzt nun hier diese Range, die wir hier gebildet hatten, nicht mehr akzeptiert, haben hier diese oberen Preise ja, akzeptiert und über der Value Area High geschlossen. Bedeutet natürlich auch Kontext weiterhin Long. Wir haben also dann am Freitag zwei schöne Longs gesehen. Wenn man im Fünfer mal geguckt hat, hatten wir jetzt zwei super schöne Setups. Dann können wir uns gleich nochmal anschauen. Und dadurch, dass wir natürlich auch hier weiterhin über der Value Area High geschlossen haben, auch über hier diesem Hoch, was wir am Range-Anfang gebildet hatten, geschlossen haben und natürlich auch hier diese Akzeptanz drüber gebildet haben mit der Value Area, bedeutet natürlich, dass der Kontext weiterhin long fortgeführt wird. Und wir sehen natürlich auch, dass wir hier einen super Channel gebildet haben. Bedeutet, ich würde mir jetzt erstmal den Channel einzeichnen und Ganz den. kurz, mal kurz noch fragen, Benjamin. Ja, klar. Du hast vorhin von zwei Inside Days gesprochen. Also es sind ja im Prinzip so Range Days, ne? Oder wo siehst du den Unterschied zwischen Range und Inside Day? Oder wie genau definierst du das, wenn es ein Inside Day ist? Dazu hatte ich ja mein Video gemacht. Wenn du dir mal hier diese Tage anschaust, nehmen wir mal hier den Tag. Da siehst du, das Hoch ist hier und das Tief ist hier, beziehungsweise habe ich mich sogar verfehlt, das Tief wurde rausgeholt. Also das hier war kein Inside Day, da habe ich mich gerade verguckt. Okay. Wenn jetzt kein Tief oder Hoch rausgeholt wird, dann ist es ein Inside Day. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier diesen Tag das Hoch und dann hier dieses Tief hättest, dann ist das hier jetzt zum Beispiel Inside Day, weil hier kein Hoch rausgeholt wurde. Und wenn du jetzt einen Outside Day hast, das können wir uns gleich mal anschauen. Das ist relativ. Nimmst du da die Referenz immer den Tag davor oder den höchsten Tag von der Woche? Ich nehme immer den Tag davor. Okay. Und du siehst hier die Hochs. Das war das Hoch und das war das Tief. Das wurde hier beides rausgeholt und somit ist das hier ein Outside Day. Ich werde hier, wir können nachher nochmal die Fragen ein bisschen besser beantworten. Ich wollte das hier mal auf YouTube hochladen,
Und da können wir gleich nochmal drüber schnacken, was genau wir dann damit machen. Und somit, wenn wir uns das anschauen, haben wir also hier diesen super Channel, wo wir dann hier an der Value Area im Long-Kontext und sogar hier in dieser doppelten Abdehnungszone einen super Long hätten nehmen können. Wir sehen auch, dass hier diese Range-Zone, dieses Range-Tief, was wir hätten definieren können, auch eine super Abdehnungslocation war. Das zeichnen wir uns gleich auch mal ein. Im CL würde ich immer diese 20er-Stufen hier nehmen, für die Range zu definieren. Da können wir das immer besser einzeichnen und dann gucken wir uns das mal an, wo wir denn hier die Punkte einzeichnen wollen. Und wir sehen natürlich hier immer diese schönen Kanten, genauso wie hier dieses Low Volume plus hier schon wieder die Kanten und hier natürlich auch die schönen Kanten. Und dann würde ich natürlich hier diesen bestätigten Preisbereich an dieser schönen Kante hier mal nehmen und den einfach mal bis hier zu diesem Low Volume einfach reinziehen. Und wir sehen natürlich, dass hier sehr, sehr viel abgelehnt wurde. Können wir gleich mal in der Vergangenheit nochmal schauen, denn die letzten gehandelten Preise auf diesem 80er-Preisbereich hier waren 2014 und diese Daten sind nicht mehr relevant. Also wenn wir hier Analysen machen, dann solltet ihr euch Daten nehmen, die dann wirklich ja, höchstens 300, 400 Tage in der Vergangenheit liegen. Noch später in der Vergangenheit sind diese Werte nicht mehr so aussagekräftig und auch nicht mehr so benutzbar. Wir gucken uns also nochmal dieses Hoch an. Wir hatten hier ein Low Volume, bedeutet, hier ist nicht wirklich viel Preisakzeptanz. Wir haben also auch gesehen, in den Folgetagen wurde es nicht wirklich angelaufen und auch keine Volumenbildung. Somit ist das hier nicht interessant für uns. Wir schauen uns also hier diese Kanten an und schauen uns hier mal diese Kanten an. Und da fällt uns natürlich auf, dass das hier ein sehr prägnanter Preisbereich war, dadurch, dass wir natürlich hier dieses hochgebildet hatten und hier sehr oft abgelehnt haben. Nehmen wir uns also hier diese schöne Kante mal raus und ziehen das bis zu dieser Kante hin. Da haben wir diese schönen Spikes drin. Und natürlich das Hoch. Jetzt müssen wir nur noch das, ja, die Mitte der Range definieren. Wie machen wir das? Wir ziehen uns entweder dieses TPO rüber und gucken, wo natürlich der POC ist. Dann würde ich mir mal den POC einzeichnen und von der Range einfach mal hier. Und wir gucken, okay, hier ist ein sehr, sehr starker Low-Volume-Spike drin. Hier würde ich mir nicht diese starken, prägnanten Zonen mit dem Volumen einzeichnen, sondern wir suchen uns wirklich schön in der Mitte dieses Low-Volume raus. Und das ist ganz einfach. Dadurch, dass wir natürlich dieses TPO rüberziehen, beziehungsweise das Volumenprofil rüberziehen, nehmen wir uns mal von hier, von den Kanten bis zu den anderen Kanten, hier einfach den mittleren Preisbereich raus. Und wenn wir das mal wegmachen, sehen wir, okay, hier haben wir überall abgelehnt, genauso wie hier schön, ich ziehe euch das mal rüber, in diesem Preisbereich immer wieder schön abgelehnt. Und das bedeutet natürlich, dass hier immer der schöne Handelsspielraum war. Und somit kann das eigentlich ja schon die Analyse für die kommende Woche gewesen sein. Denn sollten wir im CL hier durch den Channel rausbrechen, wird der Kontext natürlich short. Und da wir keine Long Locations haben, die wir wirklich verwerten können, müssen wir erstmal warten, was dort passiert. Bedeutet, wir können erstmal nur diese Locations hier benutzen und gucken, was dann nächste Woche passiert. Dadurch, dass der Kontext aber sowieso erstmal long ist, schauen wir mal, ja, was dann nächste Woche passiert und gucken dann, wie wir uns darauf vorbereiten können. Das müssen wir dann im Laufe der nächsten Woche nochmal genau analysieren zusammen und dann uns sozusagen dem Markt anpassen. Schauen wir uns doch jetzt mal den Gold an. Der war letzte Woche sehr interessant. Also da hat man ja sehr, sehr viel mitnehmen können, wer den angeschaut hat. Wir hatten hier diese massive Range und ich habe ja gesagt in einem Video vom Kurs, wie die Institutionen das machen. Wieso denn solche großen Ranges aufgebaut werden und wieso denn nach einer sehr großen Range dann meistens ein sehr, sehr großer Push kommt. Und genau das ist dann hier passiert. Es gab dann hier diesen riesigen Initialpush und wir hatten dann hier über 1,5 Tage nochmal gesammelt, bis wir dann diesen Push nach unten gebildet hatten und dann genau im Top von unserer Location hier in diesem Volumenspike und dann den Kanten hier sogar den POC gebildet hatten und hier diese Tick genau Kantenbildung hatten mit natürlich der POC-Bildung. Ich lösche das hier nochmal alles neu, damit wir natürlich jetzt nochmal objektiv alles sehen können. Und wir ziehen uns das große Fenster mal hoch. Und dann sehen wir hier diese super Range, die wir uns gleich nochmal einzeichnen. Wieso zeichnen wir uns die gleich nochmal ein? Denn diese Punkte sind natürlich noch sogar von letzter und vorletzter Woche gehandelt worden. Somit sind diese Preise noch aktiv. Und vielleicht sind hier sogar noch offene Positionen von Swing-Tradern oder Großen drin. Von einer sehr großen Partei, die das hier hochgedrückt hat, ist die Position natürlich hier oben liquidiert worden. Und müssen wir jetzt also mal schauen, ob der Kontext wirklich stark short weitergeführt wird und wie dann hier diese ganzen Stops, die dann wirklich hier in diesem Bereich liegen, holen und dann wirklich weiter runter pushen oder ob wir uns hier halten können, stabilisieren können und dann wieder den Long-Kontext fortführen. Somit würde ich also sagen, zeichnen wir uns die Range doch nochmal kurz ein und ziehen uns das mal lang. Wenn wir jetzt also so eine große Range haben,
Da suchen wir uns nicht die letzten gehandelten Preisbereiche bzw. die ersten gehandelten Preisbereiche von dieser Range, sondern die letzten dadurch, dass diese natürlich viel aktiver waren und hier dann die ganzen Positionen nochmal am Ende aufgebaut wurden. Vor allem, da wir hier natürlich diesen massiven Push hatten, wie die Shorties dann ausgestoppt wurden und dann hier die Positionen nochmal neu aufgebaut wurden. Somit suchen wir uns also die Locations hier unten und wir schauen, was wir hier also machen können. Wir sehen hier auch übrigens einen kleinen Absorbierungsberg, den könnten wir uns also an den Kanten mal einzeichnen, dadurch, dass hier dann die Käufer aktiv wurden, wie wir hier sehen, mit der kleinen Absorbierung hier in diesem Spike und hier nochmal die doppelte Ablehnung. Bedeutet, hier kamen also immer die Käufer rein und genau hier, wo die Käufer reinkommen, wollen wir uns natürlich eine Zone einzeichnen, da wir natürlich auch hier mit Long gehen wollen, wenn dann ein Setup kommt. Ziehen wir uns diese kleine Zone mal ein, beziehungsweise zeichnen wir sie uns mal ein bis zu dieser Kante hier und schauen nochmal, aha, hier wurde also sehr oft immer abgelehnt. Bedeutet natürlich stark long. Ihr wisst ja, eine Range hat immer drei Preisbereiche und generell wie ein Channel, eine Value Area. Und somit wollen wir unten die Longs suchen, oben eher die Shorts und in der Mitte wollen wir schauen, was passiert und vielleicht die Breakouts nach oben oder nach unten traden. Genau, somit schauen wir also, hier haben wir noch einen kleinen Volumenspike. Dieser ist sehr interessant, dass wir uns jetzt mal hier oben den Short-Bereich einzeichnen. Und dieser, jetzt habe ich was Falsches gemacht, diesen würde ich mir natürlich anschauen, wo wir natürlich immer dieses Volumen, diese Volumenbildung hatten. Und da sehen wir natürlich hier zwei super schöne Spikes. Und diese Spikes würde ich mir einfach mal anzeichnen, denn sie passen natürlich super mit den Ablehnungslocations ein und zeigen uns natürlich visuell, dass da natürlich noch gehalten wurde. Zeichnen wir uns das mal so ein. Dann sehen wir, okay, hier kamen immer diese Volumenspikes nochmal rein. Es wurde abgelehnt, hier sogar auch wieder super abgelehnt mit einer super schönen Kante. Hier super schöne Kanten und wenn wir natürlich sogar hier sehen, passt das 1 zu 1 mit den Kanten, die wir vor 2 Tagen nochmal gebildet hatten, überein. Und hier kam dann die erste Stabilisation aus diesem sehr starken Short-Kontext raus. Wir hatten hier dieses Higher-Lower probiert zu bilden, was wir den ganzen Tag gebildet hatten, hatten es aber hier dann nicht mehr geschafft und somit dann hier erstmal wieder gesammelt. Jetzt brauchen wir nochmal den mittleren Abteil dieser Range und da würde ich mir erstmal wieder dieses, ja, flexible Volumenprofil mal rüberziehen, um dann zu schauen, wo denn hier wirklich die Mitte der Range sein könnte. Das machen wir mal ganz einfach so. Und da sehen wir, aha, hier jetzt haben wir genau in der Mitte das meistgehandelte Volumen plus den POC. Den zeichnen wir uns direkt auch mal ein, denn dieser wird natürlich sehr gern eingelaufen. Und zeichnen uns also hier dieses große Cluster ein. Das kann auch mal schön groß sein, diese Zone, denn diese Range ist natürlich auch sehr groß, wenn ihr das seht. Wir haben hier circa 150 Ticks in der Range. Der Gold ist natürlich ein sehr dünner Markt, beziehungsweise im Gegensatz zu den anderen. Dadurch bewegt er sich auch schneller. Heißt, wir können die Locations auch ein bisschen größer machen. Somit würde ich die einfach bis hier einzeichnen, das flexible Volumenprofil wieder wegmachen. Und dann sehen wir, wenn wir das große Bild mal betrachten, aha, es ist natürlich kein Wunder. Wir sehen hier schon mal diese Kanten, hier wieder schöne Kanten, hier starkes Low Volume, plus die ganzen abgelehnten Doppelte, die wir sehen, das Tageshoch. Hier die Stabilisierung, hier wieder die abgelehnten Preisbereiche und die Kanten. Somit ist das also der interessante Preisbereich, den wir als erstes anlaufen, wenn der Short-Kontext weiter fortgeführt wird. Und dann müssen wir mal schauen, was dann hier passiert. Denn meistens ist es so, wenn wir nochmal in einen Range reinkommen, in einen Preisbereich, der wirklich schon durchgehandelt wurde, wir den POC kurz berühren und dann wieder nach oben schießen. Und vielleicht passiert das nächste Woche. Achtet da auf jeden Fall mal drauf. Und genau. Jetzt brauchen wir natürlich noch Locations, die wir in die Long-Richtung traden möchten. Wir haben hier direkt einen Naked POC, was direkt mal zu kennzeichnen ist. Denn diese werden natürlich mit der Zeit immer wieder rausgeholt. Das sind ja Fehlstrukturen des Marktes. Und wir zeichnen uns natürlich immer diese schönen Volumenkanten ein. Dadurch, dass natürlich hier nochmal stark gehalten wurde. Dieses Tief hier würde ich nicht als interessant definieren, dadurch, dass wir hier wirklich sehr wenig Volumen haben, hier kurz konsolidiert haben und sogar ja, das in der Nacht gebildet haben. Und diese Locations, wenn die Amerikaner nicht dran sind, sind für mich etwas uninteressanter. Da wird es natürlich interessanter, wenn wir hier sehen, dass wir hier über 15 Minuten im 15-Minuten-Chart beziehungsweise über eine Stunde akkumuliert haben und dann trotzdem den Breakout nach unten hatten. Generell lässt sich sagen, mit dem Setup, was ihr gelernt habt, hättet ihr hier locker mal zwei, drei schöne Trades als Breakout traden können. Hier übrigens auch wieder, wärt ihr um die Zeit aktiv gewesen. Und hier übrigens auch wieder nach unten. Und somit wollen wir uns also mal einzeichnen, wo denn diese Locations sein könnten, die wir ablehnen könnten. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen uns also immer die schönen aktiven Volumenberge raus.
gucken hier immer diese kleinen Spikes an und somit ist das also hier relativ einfach, denn genau da sind dann auch die Resistenzzonen von den ganzen, die ihre Stops da liegen haben. Und somit ist das heute relativ einfach zu definieren. Wir machen uns hier mal eine ganz kleine Location. Oben ebenfalls. Hier vom Bestätigten bis zum Bestätigten immer. Und ebenfalls hier unten wieder vom Bestätigten bis zum Bestätigten. Und somit haben wir also super ja, Locations, die wir dann nächste Woche handeln können. Sollte er dann weiter in den Short-Kontext ausführen, müssen wir aufpassen, was hier beim Naked Pork passiert. Ansonsten bricht er runter, passen wir auf jeden Fall hier auf. Und sollte er dann wirklich nochmal weiter runterkrachen, müssen wir uns natürlich Locations aus der ja, etwas tieferen Vergangenheit anschauen. Wir sehen hier eine 3-Tages-Range wieder. Und hier sind natürlich sehr viele Stops. Also sollten wir hier drunter unter diesen Bereich hier prassen, dann wird es richtig knallen. Das könnt ihr mir glauben. Und da solltet ihr also auf jeden Fall mal aufpassen, wenn wir dann hier wirklich Volumen bilden und also die Preise hier akzeptieren, würde ich dann nur noch die Breakouts nach unten suchen. Dadurch, dass natürlich der Große hier die Position jetzt ja, aufgegeben und liquidiert hat. Und machen wir jetzt also nochmal mit dem S&P weiter. Und da sehen wir natürlich, dass der Long-Kontext auch hier wie im CL fortgeführt wird. Generell kann man sagen, der CL und der S&P, die korrelieren so ein bisschen. Da könnt ihr mal drauf achten, vor allem in der amerikanischen Session. Und was lässt sich also sagen? Wir ziehen uns nochmal hier hoch. Wir hatten natürlich einen großen Short-Kontext erstmal gehabt. Wir sehen hier die ganze Zeit fallende Märkte, bis wir dann hier diese Range aufgebaut haben, hier unten immer stabilisiert hatten und nun den Ausbruch hatten. Dann hatten wir hier diese Stabilisation innerhalb dieser ja, Mitte der Range nochmal wieder und sind dann hier wieder drüber ausgebrochen. Und somit haben wir hier auch wieder eine Channelbildung, genauso wie im ja, CL. Somit sage ich hier, achtet auch mal auf die Korrelation, denn das ist natürlich immer sehr interessant zu sehen und bietet natürlich auch Vorteile. Wenn ihr natürlich seht, dass der S&P mal ganz stark nach oben ausbricht, dann wird der CL mit hoher Wahrscheinlichkeit auch folgen. Und wir sehen also hier am Donnerstag, ja, eigentlich ein super Tag für die, die Long wollten, dadurch, dass wir natürlich hier wieder immer das Breakout-Setup hatten, dass wir hätten traden können und ja, wieder zwei, drei schöne Trades mitnehmen können, genauso wie an diesem Tag. Zeichnen wir uns also hier mal diesen Naked Pock ein, beziehungsweise nicht mehr der Naked Pock, sondern diese Zone, die wir hier dann geholt hatten, denn wir sehen eine super starke Akzeptanz und sehen natürlich dann auch hier diesen schönen Spike in der Mitte. Was jetzt aber noch wichtiger ist, sind natürlich die Zonen, die wir erstmal nach oben traden wollen, denn der Kontext ist natürlich long. Schauen wir also in die Vergangenheit dafür und wir sehen direkt hier eine 3-Tages-Range wieder und natürlich passt die Location super hier überein. Heißt, ziehen uns wieder hier dieses flexible Volumenprofil auf, das ist eines meiner Lieblingstools, und schauen mal, wo denn dieser POC ist. Und dieser POC, den würde ich mir auch direkt einzeichnen, denn es ist natürlich wieder die Mitte. Wenn ihr generell immer seht, dass in der Mitte so ein starkes Volumencluster gebildet wird, könnt ihr euch das gerne einzeichnen oder halt das starke Low Volume, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Hier oben ist keine Preisakzeptanz, das sehen wir anhand des Volumenprofils und auch anhand der Uhrzeit. Deshalb ist ja, dieser Preisbereich hier für mich nicht so interessant. Wir sehen aber hier diese schöne Kante und da ist bestimmt dann in der Vergangenheit auch mal was Interessantes passiert und somit würde ich also eher die Vergangenheit mal anschauen, anstatt hier noch eine dritte Location rauszusuchen, die wir dann im Endeffekt ja gar nicht richtig ja, einzeichnen und handeln können, dadurch, dass die hier nicht prägnant ist. Und da sehen wir natürlich die Location, diese Mitte dieser Location, der POC dieser Range, dieser 3-Tages-Range passt super überein mit den Locations, die wir 1,5 Wochen davor nochmal gehandelt hatten. Wir sehen also hier immer die Preisstabilisation und hier dann wieder die Preisablehnung, genauso wie hier. Somit würde ich also sagen, zeichnen wir uns hier diese Range ein, benutzen das hier als Tief und die Mitte dieser Range, die wir dann hier irgendwann einzeichnen werden, wird sehr wahrscheinlich das Hoch von dieser Range werden. Schauen wir es also mal an und ziehen uns wieder das flexible Volumenprofil einfach mal drüber, um zu schauen, okay. Aha, hier ist also wieder Low Volume, genau in der Mitte circa. Und ziehen wir uns also mal hier von diesen beiden abgelehnten bzw. super starken Kanten mal den Preisbereich ein und schauen mal, was denn da passiert ist. Und da sehen wir natürlich, als wir dann in die Range reingekommen sind, wurde hier direkt am Anfang die Range abgelehnt. Und genau wie hier. Hier die ganzen abgelehnten Preisbereiche und dann hier die Stabilisation innerhalb dieser Range. Und schauen wir uns das nochmal an. Da sehen wir, okay,
Tick genau die Value Area High gebildet und abgelehnt. Das bedeutet natürlich, diese Zone ist also sehr aktiv und auch super und gut und einfach zum Einzeichnen. Brauchen wir jetzt also nur noch das Top dieser Range. Heißt, wir zeichnen uns das hier mal ein. Und da würde ich einfach ganz einfach diese Kante hier nehmen und dann bis zum bestätigten hohen Preis hier einzeichnen, denn das ist auch super mit diesem Ablehnungsbereich. Heißt, einmal hier oben bei diesem Hoch vom 13.09. ziehen wir uns das mal einmal runter bis zu dieser schönen Kante und sehen, hier wurde auch sogar Tick genau abgelehnt, genauso wie hier diese ganzen abgelehnten Preisbereiche und einfach keine Akzeptanz hier oben in diesem Preisbereich. Wenn wir also mal hier in die Zukunft schauen und schauen, was dann jetzt am Montag passiert, sehen wir, wird das der erste Preisbereich sein, den wir anlaufen. Bedeutet, ich würde da jetzt nochmal einen Preisbereich einzeichnen, den wir mal mindestens nochmal hier anlaufen können. Und da haben wir hier einen Naked Pock. Haben wir den denn schon rausgeholt? Haben wir nicht. Das heißt, das ist auch super interessant nochmal zu sehen, denn der wird sehr wahrscheinlich dann morgen rausgeholt. Dadurch, dass wir auch im Long-Kontext sind, hier diese Zone nicht allzu stark mehr ist und diesen Naked Pock, der ist ja auch schon relativ lange da. Bedeutet, das wird also eine sehr interessante Location. Nehmen wir uns also nochmal hier eine Location aus dieser Range raus. Wir sehen, der S&P ist ein Markt, der bildet immer gerne Ranges, bricht dann kurz aus und sammelt wieder. Und das ist wirklich sehr, sehr typisch für den S&P und somit ist es immer relativ einfach, die Zone einzuzeichnen. Dadurch, dass wir hier also diese Zone schon relativ nah an diesem Tief hier haben, würde ich mal schauen, wo denn hier diese schönen Kanten sind. Und wir sehen, hier ist eine schöne Kante an diesem Tag und noch eine schöne Kante. Das heißt, es wurden hier zwei schöne Kanten gebildet an diesem Tag, die wir dann auch hier abgelehnt hatten und dann auch genügend Abstand haben. Zudem haben wir hier diese schönen Kanten an diesem Tag noch gebildet, genauso wie hier. Heißt, ich würde mir einfach diese Kante von hier, von dem 6.9. bis hier runterziehen und dann haben wir natürlich für Montag ein paar super Locations, die wir anpeilen können und sind dann schon mal auf der sicheren Seite. Kontext ist auf jeden Fall long. Und dann machen wir jetzt nochmal den Nasdaq. Ich mache hier mal die Aufnahme auf Stopp, denn den Nasdaq, den interessieren nicht so viele. Dann machen wir gleich weiter.